Hallöchen mal wieder, Sebastian hier von DEFA Models und herzlich willkommen zur Ausgabe 94. Und in Ausgabe 94 befassen wir uns mit den, na, wirst du wohl jetzt bleiben hier, mit den Motorhaubenscharnieren. Und genau, wir schauen uns jetzt eben die Teile an und dann wird geschraubt. So, wir haben jetzt jeweils ein linkes und ein rechtes Scharnier aus Metall. Stehen die Buchstaben hier wenigstens drin? Yep, das ist das linke. Dann ist das das rechte, genau. So, dann haben wir C, eine Strebe. Das ist die hier. Dann das Teil hier. Ist dann eine Abdeckplatte aus Plastik. Und dann gibt es noch 3 Millionen Schraubbeutel. Nämlich einmal AM, BM, AP, PM. So, okay. Fangen wir erstmal hier an. Wir brauchen wieder den Motorhaubendeckel hier, drehen den uns jetzt so rum, dann kommt diese Verstrebung hier drüber und wird mit AP festgeschraubt, zumindest innen die zwei und außen kommen jeweils eine AM. So, 94.2, das mit R markierte Scharnier, angezeigter Stelle der Motorhaube mittels einer Schraube BM befestigen. Das Scharnier R ist dieses hier, kommt hier hin, links. So, dann kommt das linke logischerweise hier hin.
So, genau, das haben wir aufgemacht. Und dann kommt jetzt die Motorhaube mit den Scharnieren voran in die entsprechende Öffnung der Karosserie. So, dann jetzt das Modell umdrehen, das haben wir schon gemacht. Dabei die Motorhaube festhalten, die Abdeckplatte 94D wird jetzt für die Scharniere an Ort und Stelle halten. Okay. Naja, mit nur zwei Händen funktioniert das noch nicht, denn die Schrauben sollten wir ja auch noch dran drehen hier irgendwie, ne? Deswegen werde ich mir jetzt mal die Schraube hier schon drauf machen. Okay. Ah, gut, okay, jetzt löst es nämlich auch diesen Federkontakt hier aus. Gut. Das quasi, wenn man das hoch macht, dass die Motorhaube dann nicht wieder, Motorhaube nicht wieder zufällt, sondern dass die dann entsprechend auch offen bleibt. So, gucken wir uns das jetzt nochmal im Test an. Wenn ich die jetzt hier hoch mache, sollte sie theoretisch oben bleiben. Okay, aber das Gewicht von der Feder ist zu stark, aber ich meine, der Deckel ist so fest, der kann gar nicht von alleine runterfallen. So, ne? Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder, ne, für die Ausgabe 94 und tada, der Arsch hängt auch schon drin. Und dann sind es nur noch 5 Hefte bis zum Schluss. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also, was denn von der Vermodels. Adi.